Boah, Leute, heute ist die Hölle hier. Also ich habe auch nur zwei Stunden draußen ausgehalten. Das ist einfach nur, heute ist wirklich Katastrophe. Ich bin Freund der türkischen Küche, das wisst ihr. Und ich habe heute mal, ich drehe mal die Kamera. Kestel haben wir diesen supergeilen Hähnchenstand. Und ja, da kostet das Hähnchen 30 Tele. Und anstatt ein ganzes Hähnchen habe ich mir jetzt mal so ein paar Hähnchenflügel mitgenommen, beziehungsweise Hähnchenkeule. Ja, war eben noch hier im BIM, habe mir noch ein Brot geholt, eine Cola. Und werde euch gleich mal zeigen dann zu Hause, wie das aussieht, das Ganze. Also ich habe jetzt für so eine Hähnchenschenkel-Dinger 55 Tele bezahlt. Also 11 Tele für einen. Aber die sehen richtig geil aus. Ich zeig's euch gleich, wenn ich zu Hause bin. Also das Video wird heute ein bisschen kürzer, weil das hält man draußen wirklich nicht aus. Ehrlich. Also auch die Einheimischen sind fast nicht unterwegs. Caesar! Ja, ihr seht, die sind direkt über Holzkohle gegrillt. Richtig geil. Riesengroß. Und wie gesagt, das Stück 11 Tele. Das sind ungefähr 1,30 Euro. Für einen so miesen Riesenhähnchenschenkel. Auch das ist günstig. Ja, ich habe mir dann noch so ein Eckback gegönnt hier. Ein schönes Weißbrot. War jetzt in BIM. Ich weiß nicht, ob die Preise unterschiedlich sind, Leute. Aber in BIM kostet das 1,95. Schmeckt richtig gut. Macht auch wirklich satt. Ja, was habe ich dann noch? Also ich hatte mir noch eine große Flasche Cola gegönnt. 2,5 Liter. Allerdings Leer-Cola, also keine Coca-Cola oder sowas. Und noch ein Duschgel und habe für alles zusammen 15 Lira. Also jetzt, Moment, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. So, für eine Cola, für das Brot, halt, das Brot 1,50 sehe ich gerade. Also, bevor ich was Falsches erzähle. Die Cola war 4,50 Lira, das Duschgel war 5,75 und Ali Service, was ist das? Hm? Hm, was habe ich da noch? Keine Ahnung. 3,55. Ali Service Chanta Bim. Mac, Cola. Was sind wir denn hier noch drauf? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat sie sich ein bisschen verrechnet, die gute. Im Endeffekt waren es jetzt hier 15, 16 Lira. Also umgerechnet für Duschgel, für eine große Cola und für das Brot. Ja, mein Gott, 2 Euro ungefähr. Plus nochmal 1,40 Euro oder 1,30 Euro für so ein Hähnchenschenkel. Kann man nicht meckern. Und zwei Stück davon und ich bin fertig. Also satt. Komisch, keine Ahnung warum. Ja, boah Leute, heute ist laut Medien hier der heißeste Tag des Jahres. Man merkt es. Obwohl ich es gar nicht als extrem heiß empfinde, sondern mehr als extrem schwül. Also die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch heute. Deswegen sieht man auch wirklich wenig Einheimische draußen sitzen heute, also zumindest jetzt. Egal. Das wird heute noch ein kurzes Video, weil ich gerade ein bisschen, ihr merkt, ich ein bisschen schlucken muss noch, also nicht so schlucken, ich bin keine Ibne oder so, nicht, dass man was Falsches denkt. Ja, aber ich hab zu kauen an den Temperaturen gerade, beziehungsweise an der Luftfeuchtigkeit. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst ein Abo da, ein Like. Einen Daumen hoch, einen Daumen runter, einen Kommentar. Finde ich sehr toll, die letzten Tage richtig intensiv mit euch schreiben. Und wie gesagt, seid nicht böse, wenn ich nicht alles beantworten kann. Es wird langsam wirklich Arbeit, aber es macht mir Spaß. Ich finde es schön, dass ihr wirklich mir immer wieder Mut zuredet. Und schön, dass ihr auch so zahlreich dabei seid. Vielen Dank, liebe Leute. Und ja, Donnerstag muss ich leider zum IKMET-Amt, also mein Aufenthaltserlaubnis und so weiter. Ich nehme euch da auch mit. Freitag muss ich dann zum Corona-Test. Samstagabend geht es dann ab nach Hause. Erstmal wieder. Mal gucken, für wie lange. So lange kann es ja nicht sein. Ja. Und habt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später dann. Bye, bye.